Hallo Leute, hier ist Maxwell, zurück mit der nächsten Folge meiner Let's Max Rathaus 10 Serie. Einer meiner Bauarbeiter ist eben fertig geworden und den müssen wir natürlich wieder starten. Und ich wollte das Ganze nutzen, um euch eine neue Armee zu präsentieren, und zwar diese hier. Das ist also quasi eine Lavalunien-Form. Ich habe bisher ja Ballunien gemacht, also ohne Lavahunde, und Lavalunien mit zwei Lavahunden. Das ist jetzt also quasi so die Mischung dazwischen. Ist sehr flexibel. Man kommt also mit dem einen Lavahund, den man dabei hat, deutlich tiefer in eine Base rein als mit nur Ballunien ohne Hunde. Und ich habe mir auch teilweise selber noch dann einen zweiten Lavahund in die Clanbook gespendet mit meinem Rathaus 11 Account. Und ja, diese Armee kostet also 1200 Dunkles und 230.000 Elixier, also ist eine sehr, sehr gute Mischung, kostet nicht zu viel Dunkles, nicht zu viel Elixier. Man kann damit eine ganze Menge Spaß haben und ja, wie das geht, das zeige ich euch natürlich jetzt als nächstes. Und ja, das ist jetzt so das, womit ich die letzten Tage angegriffen habe und das hat mir Spaß gemacht. Ich fahre mir sehr viel und da ist es halt auch wichtig, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Und ja, also wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine tote Base gefunden. Das ist eigentlich eine Base, die ich mit dieser Armee nicht so gerne angreifen möchte, weil ich mit der Armee gerne auch so ein bisschen wie bei Lavalunien spamme. Das heißt also, am liebsten nur von einer Seite angreife, quasi irgendwie auf ein dunkles Lager in der Mitte ziele und vielleicht noch am besten zwei, drei Elixierlager, die da am Weg stehen. Meistens ja dann eher nur zwei und vielleicht das eine oder andere Goldlager auch noch. Mauern muss ich auch noch eine ganze Menge farmen, von daher. Das ist gar nicht so meine Lieblingsbase hier, aber habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ich mache es hier dann so, dass ich auf diese toten Basen, die halt einfach schwächer sind als aktive Basen, so ein bisschen was wegsnipe von der Rückseite quasi und dann von der Seite, wo ich reingehen will, spamme mit einer sehr, sehr breiten Streuung, also sehr, sehr stark verteilt die Truppen, und so greife ich tote Basen an, weil ich ja gesagt habe, ist ein bisschen schwierig mit der Armee, aber wie ihr seht, geht es trotzdem auch, wie immer die Eilzauber zuerst benutzt, damit halt ja meine Reihenfolge der Zauber, wie ich sie halt trainiere, nicht kaputt geht. Und ja, in dem Fall sind halt hier dann die Sammler und Minen tot stehen geblieben an der Seite, von der ich reingegangen bin, und war dann in der Lage, den Angriff zu gewinnen und das fast das ganze Elixier zu klauen. Gut, Gold nicht so wichtig, aber ja, ziemlich cooler Raid, 4300 Dunkles, das heißt mit Liga-Bonus über 3500 Dunkles sogar profitiert. Trotzdem, diese Armee ja ein bisschen Dunkles kostet. Und ja, es macht richtig Spaß. Nächste Base hier, richtig viel Loot, also fast 1 Million Loot verfügbar und sehr, sehr niedrige defensive Level, wie ihr sehen könnt. Fast 4000 Dunkles, das heißt, es ist auf jeden Fall auch allein schon fürs Dunkle wert, hier anzugreifen. Ich werde in der Zukunft nochmal gucken, ob ich mit den Zaubern vielleicht noch ein bisschen spiele, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen weniger dunkle Zauber nehme, einfach damit noch ein bisschen dunkel effektiver wird fürs dunkle Elixier, wollte ich sagen. Das müssen wir mal schauen, aber auch so wie es jetzt ist, ist es, wie gesagt, ganz gut. Was man halt hat, man hat ein bisschen weniger Lakaien, aber wie ihr da seht, dadurch, dass die Lavahunde ja platzen oder der Lavahund platzt, hat man ja ein paar mehr Lava-Pups, die halt dann mit den Lakaien zusammen, also quasi Cleanup machen und die Sammler und Minen und Lager auch wegholen. Von daher, das funktioniert halt in der Form auch. Ja, und wie ihr sehen könnt, waren wir hier auch wieder in der Lage, die Base ziemlich zu zerstören, fast drei Sterne zu holen, ja, so ziemlich den ganzen Loot zu holen. Ich glaube sogar den Bohrer, den Sammler da oben habe ich auch bekommen, jawohl. Also alles bis auf den Rest der einen Goldmini haben wir gekriegt. Insgesamt über 900.000 Loot mit Liga-Bonus, dann 1,1 Millionen. Und ja, auch wieder über 3.000 Dunkles profitiert, weil wie gesagt, der Liga-Bonus ja immer noch mit dazu zu rechnen ist in der Meisterliga. Ja, hier wieder die nächste Base. Ein totes Rathaus 10 mit sehr, sehr teilweise sehr niedriger Point Death. Die Kanonen sind, glaube ich, größtenteils Max für Rathaus 9, aber ja, die sind natürlich bei einer Lavalunien-Attacke natürlich nicht signifikant für den Verteidiger, weil sie eben nicht auf Lufttruppen schießen. Hier konnte ich sehr viel snipen in der rechten Ecke, wie ihr seht, einfach nur ein paar Lakaien gesetzt und dann war das relativ einfach und dann von oben reingegangen mit Lavalunien, weil diese beiden dunklen Bohrer, die halt hier neben dem König stehen und neben dem dunklen Lager, die sind natürlich ein bisschen tiefer drin in der Base, deswegen muss man schon relativ heavy reingehen. Zum Glück musste ich nicht so viele Ballons auf der anderen Seite verwenden und war hier also in der Lage, dann richtig zu zerstören auf dieser Seite. Und das Coole ist halt, wenn diese dunklen Bohrer oder dunklen Lager so nah an defensiven Gebäuden stehen, dann kann man die sogar teilweise mit Ballons snipen oder kaputt machen. Das ist also auch witzig. Braucht man gar keine Lakaien dann dafür benutzen. Das könnt ihr auch mal testen, wenn ihr zum Beispiel eine Base angreift, wo ein dunkler Bohrer direkt hinter einem Bogenturm steht oder so.
könnt ihr einfach drei Ballons auf den Bogenturm setzen, dann bleibt der so zwischen Bogenturm und dem dunklen Bohrer stehen, lässt seine Bomben fallen und macht dann One-Shotten die drei Ballons den dunklen Bohrer auch. Das ist ganz cool. Werde ich nochmal zeigen in der Zukunft, nochmal ein bisschen detaillierter, dass man das genau sehen kann, was ich meine. Immer so ein bisschen schwer zu erklären, wenn man kein Bild dazu hat. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Das ist hier nämlich auch teilweise passiert. Ja, also wieder eine Million Loot mit dem Liga-Bonus. Es geht ziemlich ab. Und hier haben wir sogar ein Rathaus 11 mal angegriffen. Aber ja, natürlich eine tote Base wieder. Von daher ist es eigentlich egal, welches Rathaus-Level es dann ist. Schön hoch ist immer gut, weil dann gibt es keine Loot-Strafe für mich als Rathaus-10er. Dann kann man sehr, sehr viel mitnehmen auch aus der ganzen Geschichte. Die Dev auch wieder sehr interessant hier, teilweise Rathaus 8 Bogentürme sehe ich, die hier rumstehen. Also ja, verrückte Geschichte. Da ist man natürlich immer, hofft man natürlich immer bei diesen Basen, dass man es schafft, die 3 Sterne zu holen, damit man bloß den ganzen Loot auch bekommt. Und glücklicherweise war ich hier in der Lage, das hinzubekommen. Das ist also jetzt hier immer so durchatmen, wir haben es geschafft, alles klar. Der Loot gehört uns. Ich weiß nicht, mir geht das immer so, wenn ich so eine Base finde. Ich habe da immer Angst, so ein bisschen die Chance zu verpassen. Aber hier hat es geklappt und ja, über 1 Million Loot. Sogar 2 Millionen, nicht 2 Millionen, 1,1 Millionen Loot mit reinem Loot aus der Base und dann natürlich noch Liga-Bonus dazu. Also 1,3 Millionen plus 2000 Dunkles, also sogar noch 800 Dunkles profitiert für den Raid. Also ihr seht, trotzdem diese Armee ein bisschen was kostet. Man kann damit stärkere Basen platt machen als mit Balloonien und dadurch lohnt sich die ganze Geschichte dann wieder. So, ja, wir haben ein bisschen Gold, ein Bauarbeiter, wie gesagt, fertig. Es ist wichtig, die Point Death auf Level zu bekommen. Und hier seht ihr jetzt auch, 360.000 kostet der Bogenturm nur. Das ist halt das Coole, wenn man nicht immer gleich die Low-Level-Defense-Upgrade, die günstigsten Upgrades macht, dann kann man jetzt, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht so viel Gold habe, einfach, kann man jetzt einfach hier einen Bogenturm starten für 360.000. Kann sagen, okay, Bauarbeiter wieder beschäftigt. Das ist halt cool. Deswegen würde ich wirklich halt empfehlen, immer die teuersten Upgrades zu machen, die man gerade machen kann, wenn es halt irgendwie reinpasst von der Dev. Und dann kann man halt sowas auch wie jetzt hier machen. Also, ja, einfach auch mal ein bisschen weniger Gold ausgeben. Okay, das ist schon gewesen für heute. Kurze Folge, hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.